Nach Wolfgang Zanger von der FPÖ, dem Rechnungshofsprecher, kommt die Klubobfrau der Grünen, Iva Klöschen-Bistek. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Frau Staatssekretärin, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete. Also ich bin schon der Meinung, dass Transparenz was ganz essentiell Wichtiges in einer Demokratie ist. Transparenz ist im Wesentlichen eine Schutzvorrichtung gegenüber Parteibuchwirtschaft, Korruption, ja, Misswirtschaft in jeglicher Hinsicht. Und ich denke, dass wir in Österreich viele Jahre lang genau diese Probleme sehr lange angekämpft haben. Deswegen war diese Öffentlichkeit des Hearings und dieser unter Anführungszeichen transparentere Prozess, als es vorher immer war, schon einmal ein Riesenfortschritt. Und es gab, glaube ich, bei allen eine sehr große Hoffnung, dass insbesondere auch nach den Ankündigungen von Ihnen, Herr Bundeskanzler, also wirklich mit einem anderen Stil, mit einem konstruktiveren Stil, auch im Haus, hier im Parlament, auch aufeinander zuzugehen und auch wirklich die bestmögliche Lösung fürs Haus zu suchen. Jetzt auch die große Enttäuschung darüber. Reden wir mal wirklich transparent, was passiert ist, auch Kollegen von der FPÖ. Ja? Es gab eine Erpressungsmehrheit von Klubobmann Lobatka organisiert gegen die SPÖ mit ihrer Beteiligung, mit der Team Stronach-Beteiligung, um da die zweite ÖVP-Kandidatin durchzusetzen. Das ist die Wahrheit. Das ist die volle Transparenz über diesen Prozess, der hier gelaufen ist. Ja, Sie wollten die Kollegin Berger keinesfalls. Sie wollten das. Und es gab dann letztendlich keine andere Möglichkeit als diese Lösung. Und das ist so schade. Es ist so schade für ein Haus, das den Auftrag hat. Es ist unsere Aufgabe gegenüber den Bürgerinnen und gegenüber den Bürgern, dieses Amt bestmöglich zu besetzen. Der Rechnungshof ist das oberste Kontrollorgan der Republik und es ist unsere Verpflichtung, das so zu tun. Ich finde, Herr Kollege Zanger, es ist kein Argument zu sagen, jemand hat eine politische Gesinnung. Es kommt doch ganz was Zentrales an, ob jemand eine politische Gesinnung hat, ja oder nein. Das ist ein Grundrecht. Jeder kann eine politische Gesinnung haben. Deswegen darf er trotzdem auch öffentliche Ämter bekleiden. Der springende Punkt ist, ob jemand aufgrund seiner politischen Gesinnung und nur ausschließlich aufgrund einer politischen Gesinnung eine Karriere macht. Und das haben wir in Österreich sehr oft gehabt. Und genau das darf es eben nicht sein. Es ist ein kleiner, sehr feiner Unterschied, ob sich jemand zu einer Gesinnung auch bekennt oder ob jemand über das Parteibuch ausschließlich Karriere gemacht hat. Also Ihr Argument gegen den Kollegen Steger war nicht nachvollziehbar. Sie haben sogar applaudiert, genau bei der Passage, dass Menschen ohne Parteibuch und vielleicht einmal auch Menschen mit einer politischen Gesinnung auch einmal solche Ämter bekleiden können. Darum Sie noch geklatscht. Also, die Transparenz dieses Deals oder dieser Backelei ist, glaube ich, am Tisch. Wir brauchen ja mal länger darüber reden. Ich hätte mir nur eine ernsthaftere Auseinandersetzung darüber gewünscht, was hier wirklich passiert ist, weil es wirklich auch eine gewisse neue Chance gegeben hätte, dieses Amt einfach einmal anders zu besetzen. Ja, ich meine, sehr hilfreich war die öffentliche Einmischung von Ihnen, Herr Bundeskanzler, nicht. Das muss ich auch sagen. Ich meine, es ist das Organ des Parlaments. Also wir sind hier verpflichtet, bestmögliche Unterstützung für die Gesetzgebung zu organisieren, auch darauf zu schauen, dass das eine Persönlichkeit ist, die auch die nötige Konfliktfreude auch hat, auch mit der Regierung und nicht angepasst ist, die genau bei diesem Netzwerk der sozusagen der Verwaltungsreformfreude auch mit dabei ist. Und das hätte es einfach gegeben. Und bedauerlich, dass es dazu einfach nicht gekommen ist. Die ganze Thematik Wirkungsorientierung, moderne Ansätze, all das ist jetzt leider für die nächsten 12 Jahre einmal ja, nicht von vornherein möglich gewesen. Die neue Rechnungshofpräsidentin wird sicher einen Rollenwechsel vornehmen müssen, der ihr mit Sicherheit nicht so leicht fallen wird. Wenn du 13 Jahre lang in einem Politbüro für jemanden gearbeitet hast, der Landeshauptmann Stellvertreter war, ist das eine eigene Logik, in der du gearbeitet hast. Und der Rechnungshof braucht Unangepasstheit, braucht eine gewisse Konfliktfreude. Ja, und auch Repräsentationsfähigkeit, weil es ist letztendlich eine öffentliche Institution, die sich auch öffentlich positioniert und die auch öffentlich auch einen Druck erzeugen kann und auch muss, wenn es um die notwendigen Reformen in Österreich geht. Schade, es hätte gut in das neue Konzept gepasst. So, wissen Sie, was antidemokratisch ist, Herr Kollege Czab, wenn sich Abgeordnete ausschließlich zur Verschubmasse von parteipolitischen Entscheidungen machen? Und man kann mal solche Hearings und die Ergebnisse daraus ganz anders wahrnehmen, nämlich als individuelle Entscheidung und nicht als Clubentscheidung. Das funktioniert nämlich nur in Kombination von Clubzwang mit Backelei. Und über das kann man schon auch ein bisschen nachdenken, ob wir uns nicht auch sehr viel stärker auch Sie als Regierungsabgeordnete, als Individuen sozusagen auch erleben in so einem Prozess, wo man einfach Menschen in einem Hearing besser kennenlernt und daraus dann auch eine sozusagen Konsequenz zieht. Und das war leider nicht der Fall. Und das ist bedauerlich. Ja. Die Gesichter der SPÖ-Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss haben übrigens Bände gesprochen, aber das nur am Rande. Ja, also zu den Vorschlägen jetzt, was die Zukunft betrifft. Ja, ich glaube, dass sowas wie Hearings von Ministerinnen und Ministern schon eine
auch wirklich in Prävention eine Wirkung haben kann, nämlich eine positive Wirkung. Im Europaparlament musst du diese Hearings wirklich da stemmen, da musst du fachliche Qualifikation nachweisen, da musst du das wirklich schaffen, sonst wirst du dort nicht Kommissar oder Kommissarin. Unsere Regierungsumbildungen laufen in der Regel nach Parteilogik ab. Die letzte der ÖVP, ich sage es nur, ein Landeshauptmann ordnet sich seine eigene Nachfolge, zieht sozusagen die niederösterreichische Ministerin ab und schickt den niederösterreichischen Minister wieder eine. Also das hat mit einer Qualifikation oder mit einer Diskussion von Qualifikation nichts zu tun. Und das verstehe ich auch nicht, warum man da dagegen sein kann. Andersrum, bei der SPÖ-Regierungsumbildung. Es war uns nicht möglich, ein umfassendes Bild der neuen Regierungsmitglieder zu bekommen. Es gab zwar 35 Minuten von Ihrer Seite Präsentation, aber die neuen Ministerinnen und Minister hatten jeweils 2-3 Minuten. Wir konnten keine Fragen stellen. Und ich glaube, dass das einfach essentiell ist, einen Dialog beginnen zu können mit einem neuen Minister und einer Ministerin. Dagegen kann man eigentlich nicht sein. So, und was den ORF noch betrifft. Ja, Sie haben recht, natürlich zählt da mehr als nur die Präsentation in einem öffentlichen Hearing. Aber warum nicht? Man kann das ja auch einmal ausprobieren und einmal versuchen, welche Wirkung das auch hat. Ja, aber hier sich naiv zu stellen und das, was wir alle erleben, wie hier Wahlkampf betrieben wird von unterschiedlichster Seite, das wissen Sie alle. Hier wird parteipolitischer Wahlkampf gemacht im Zusammenspiel mit den Parteien. Das ist eine politische Entscheidung, eine parteipolitische Entscheidung im Moment. Und da kann man sich auch schon etwas längerfristig überlegen, wie man das hier auch ein bisschen moderner aufstellt. Die Zusammensetzung, wie bei uns die Personalbestellung ORF zustande kommt, ist international einzigartig, wie das abläuft. Und hat auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass bis zur letzten Topfpflanze hinunter irgendwie schwarz-blaue Aufteilung im ORF über viele Jahre lang auch das Ergebnis war. Hearings von Ministerinnen und Ministern kann die grüne Klubobfrau Eva Klawischnik-Bisczek viel abgewinnen. Auch in einem öffentlichen Hearing rund um die Generaldirektorenwahl im ORF ist sie in ihrer Rede nicht abgeneigt.